Seeker für Kohle, ja, ist okay. Dispatch, go. Und das ist fertig. Ja, was genau macht das jetzt? Also sah aus, als wenn es nur für Schiff wäre, aber vielleicht hat es neue Sachen freigeschalten. Wo war das? Ja, steht eh nicht dabei, was es genau macht. Ich kann mal kurz hier durchblättern, aber da das Richtige bei zu finden ist halt... Oh. Nehmen wir doch mal das hier. Einfach nur einen Haufen Klump. Zweimal. Und dadurch kann unser Mac keine Grids mehr bekommen. Und das ist definitiv auch für Mac. Das wurde nämlich vor etlichen Wochen in den Kommentaren erwähnt, dass ich die Mac unbedingt damit ausstatten soll. Ja, unschön gelöst, also mit dem Bild, dass halt so ein Schiff angezeigt wird. Na ja, gut. Davon hätte ich gerne auch noch zwei. Core Armoring haben wir gerade bestellt. Der Rest ist gerade nicht so wirklich leicht kaufbar. Nee, gut. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Titan Armor ist auch gleich. Wieder ein bereit. Ein Very Large Battleship, das scouten möchte. Ja, das. Christine. Und Enhanced Plasma. So, damit sollten jetzt alle Plasmawaffen. Auch die Flugzeuge? Alle Wasserwaffen mehr umfarben und es sollte auch noch ein Gegenstand herstellbar sein, also ein ausrüstbarer Gegenstand, der das Ganze noch mehr verstärkt. Gucken wir mal. Alloy Jacketed Rounds. Confers increased damage for ballistic and gauss weaponry. Nein. Enhanced Beam Optik ist für Laser und Puls. Und das Ding wäre für Plasma. Bräuchte allerdings mehr Lyrium, als wir gerade haben. Lyrium ist auf 0 runter. Wow. Okay. Wir stellen noch mal eins. Komm. Die sind okay. Auch nochmal ein Backup Motion Tracker, falls einer davon beschädigt wird. Nichts. Nö. Contact detected. Medium Raider. Das geht. Das geht. Dann geh doch mal mit dem einfach drüber. Ich hatte kurz überlegt, ihn anzuschießen und dann mit einem normalen Flugzeug abzuschießen, damit das Flugzeug den Kill bekommt, aber ne. Haben wir da 18. 18 ist von der Größe her okay. Mutanolite und Ethereal ist schon ein bisschen schwieriger, aber der Rest... Oh, Heavy Floater auch noch. Könnte also eine unangenehme Mission werden. Ich warte noch mal ein kleines bisschen. Wie schaut es bei unseren Psionikern aus? Also Tuldu könnte schon mal und er ist relativ nah dran. Und Smash könnte auch. Und ist... Her? Und mit Smash 10 Punkte mehr. Na gut, also Smash und Tuldu auf die Mission. Aber Smash in Anzug, weil Smash 10 Punkte weiter vorne ist. Und dementsprechend näher dran am Gallop Chamber. Okay. Also go, go, go. Webman. Tuldu als Medic. Smash als Umf. Immer noch im Ameisen-Outfit. Sehr gut.
Und jetzt Standard halt, ne? Es ist ein Medium-Schiff, also kann man bedingt reinschießen, aber echt nur bedingt. Ich glaube, ich nehme einfach mehr Leute, die Sachen kaputt schießen können. Scout brauchen wir auch noch. Also Engineer, Rocketeer, Scout, Assault, reguläre Infanterie vielleicht noch. Hier nehmen wir Two-Tiers mit, der ist noch nicht Max-Rang. Und ja, noch ein NG. Die kann man eigentlich nie genug haben. Und jetzt rüste ich erstmal aus. So, damit werden alle ausgerüstet. Allerdings musste ich zwei mit Gauss-Gewehren ausrüsten, da wir kein Heavy und kein Sniper dabei haben. Ich dachte, das Problem würde sich schneller lösen, weil ich schneller an Plasma-Gewehre rankomme, aber da ich nicht genug Gegner gefangen genommen habe und dementsprechend nicht genug Plasma-Waffen habe, ist dem nicht der Fall. Also ich dachte halt, ich kriege mir Plasmagewehre und wenn ich mir Plasmagewehre habe, dann können die Pulsgewehre halt als Backup dienen, so wie jetzt die Gauss-Gewehre als Backup dienen. Ja gut, muss ich mir dafür behalten. Ich werde trotzdem diese Mission nicht anfangen, da was zu fangen. Wir kommen schon mit den Waffen einigermaßen klar. Ich will einfach nur möglichst schnell zum God of Chamber. Weil das ködert mich jetzt schon seit Wochen. Prepare for deployment strike one. Go. Also Sirius Gefahr, Heavy Floater und Elite. So that's our next drop site. It looks like the aliens went down in a sparsely populated area. If there are civilians in the area, I hope they stay clear. Go. Man sieht das Psi-Feld unter dem Flugzeug, sehr schön. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. So, was in der Nähe? Nö, dann weiter. Und der Rest da sprinten. So, Assault hat Laufbeinchen bekommen und Rocketeer hat Laufbeinchen bekommen. Nur so fürs Protokoll. Weil der Rest ist ja eigentlich fast immer das gleiche. Okay, Laufbeinchen beim Rocketeer ist inzwischen auch fast normal geworden. Geh mal da. I'm going as fast as I can. Den hätte ich auch gerne allein getriggert, also seine Gruppe zumindest. Geh mal einfach so vor. Dein. Okay, nächste Runde kannst du aktivieren. Vorsprühen für dich ist okay. Stepping off. De acuerdo. Ja, Rocketeer, steady mal. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass wir nächste Runde oder spätestens übernächste Gegner auslösen, aber wir halt recht aggressiv vorrücken. Da hätte ich ganz gerne eine Rakete, die keine Abweichung hat, wenn es denn so weit ist. Okay. Da. Das wird nicht der Serial sein. Der Serial hockt eigentlich immer in der Mitte von dem Medium vor, in diesem abgeschotteten Raum, wo man so schön die Wand wegspringen kann. Keine Aufdeckung. Na gut. Unter Kontrolle! Okay, ganz knapp. Das heißt hier so, oder? Mal schauen. Alle auf jeden Fall in die Richtung. Da nicht hin, da könnte man schon triggern. Das jetzt hier leider nicht als Deckung. Mal da so hin. Oh, hier brauchen wir keine Deckung.
Ein wenig ungewöhnt, ja. Aber das passt. Heading there now. Roger that. Scanning. Roger that. Wenn jetzt das Haus gelöst werden würde, würde das echt wehtun. So, von hier hinten Steady bringt leider gar nichts. Geh. Solid copy, Commander. Okay, jetzt laufen die idealerweise in Overwatch rein und danach können wir Deckung suchen, deren Deckung wegsprengen, alles töten. Nicht? Okay. Hätte ja klappen können. No need to ask twice. Got something over here. Was machst du da ganz hin? Alle gehen Overwatch, ja. Das sind unsere beiden Endes. Wo ist der Scout? Da ist der Scout. So, wir sind alle drei und wir haben noch den hinteren mit Overwatch. Ist hier noch ein Trupp? Nein, da kannst du die Deckung bitte nehmen. Und einen Field machen für dich und den Scout. Ja. Wir können noch ein zweites Schild auf der anderen Seite machen und überlappen die sich? Ha! Keine Ahnung. Ja, vor. Kannst dann Overwatch gehen. Du kommst da ganz hinten nicht an. Die nächste Runde kannst du vielleicht daran verrücken. Dann passt das, also Overwatch. Du könntest Mathe auch nicht sein. Rolling out. Das haut alles nicht hin. Moving to designated position. Ich glaube, du solltest auch zurückgehen. Ja, solltest du. Ich mach mich geh da zurück. Einer sieht ihn zwar noch, die beiden da, aber der Rest muss aufrücken. Hä? Ja, du bräuchtest Deckung. Haben wir nur fast keiner mehr. Da wieder zu nah dran. Geh. Dass das hier nicht zählt, ist doof. Mir war auch zu nah dran. Eben probier da. Eventuell kannst du dann von hier so flankiert werden, aber ja gut. Is that what you want? Du auch zurück, wenn sie vorrücken müssen. Nein! So, auch die letzte Einheit, die ich bewegen durfte, ne? Ja, perfekt. Oh, Mann. Ja, oh. Jetzt verteilen sie die Schüsse. Ich habe dem Medic nicht alle Medpacks gegeben. Ich habe eins dort freigenommen für, ich glaube, einen Scanner. Das war ein Fehler. Ich kann auch alle nehmen. Kein guter Anfang, verdammt. Ja, ne? Okay. Okay. Das ist unser Scout. Du, achso.
wäre schön, wenn der Scout drin gewesen wäre, um den Suppression auszulösen. So, kannst du jetzt von hier... Bist du der Suppressor? Ja. Guter Treffer. Sei Suppression weg. Ja, Medic. Medic, der eigentlich alle heilen sollte, ist viel zu weit weg. Immer noch suppressed? Nein, das ist er nicht. Okay, okay. So. Kann einen von euch. Nee. Auch nicht mit Shift und überhaupt mit Steuerung. Nee. Unschön. Kannst du den normalen Float da hinten anschießen mit 63%? Ja, nee. Warum siehst du die nicht, die ich angeschossen habe? So. Sicherheit. Du könntest einen töten, ja. Danach könnten die dich aber auch wahrscheinlich töten. Schmarrn, 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 einfach nur schmarrn. Werden. Ja, sowas von bisschen flankiert. Ja, ich schick dich. Was ist noch einer? Ach, der. Ich schick ihn da absichtlich hin vor, weil er hat volle AP, kann die ein wenig bedrängen und wenn sie auf ihn schießen, ist er trotzdem kein One-Hit. Auch die werden alle regenerieren können. Das ist egal, wie viel Schaden ich es da anrichte. Das meiste davon geht wieder weg. Und der Medic muss da hinten hin, das ist egal. Das heißt, der Medic sprintet jetzt dahin und bekommt gleich eine Command-Fähigkeit. Von dir aber erst, nachdem du einmal geschossen hast. Nice. Das war sehr schön. Okay, okay, okay. Command auf Medic. Medic heilt den. Und nächste Runde den. So. Moment mal, du hast doch eigentlich jetzt eine freie Aktion bekommen. Und mit der freien Aktion hast du eine freie Aktion benutzt, Michi und. Man hätte es danach jetzt eigentlich noch was Blaues haben müssen. Na gut, wollen wir nicht zu gierig sein, ne? Okay, du bist jetzt voll geheilt. Der ist noch im Overwatch, Mist. Du machst hier mal ein Telekinetic Field. Ja, das zahlt sich definitiv am meisten aus. Go. You have nothing to fear. Mhm. Da bist du auch noch drin. Und wir haben nur noch ihn diese Runde. Kann nirgendwo durchtappen. Den schieß mal auf die mit 63%. Du kannst nicht zurückschießen, richtig? Richtig, okay. Was? Ich hab doch gerade. Commander, it would be preferable if we attempted to retrieve those canisters rather than destroy them. Das war nicht ich, Wahlen. Das war ein Monster, der eine Fähigkeit hatte, die ich überlesen habe. Moment mal. War der schon die ganze Zeit da? Also in den Trupp? Muss er, ne?
Wurde damit angezeigt beim ersten Aufdecken? Schmarrn, ja. Okay.